Scheller mal parat. Herr Scheller, erzählen Sie mal, wie konsumieren Sie eigentlich Ihre Pornos? Sie fragen sich sicher, warum ich gerade diese Brille hier aufhabe, dieses Gerät. Nun, meine lieben Pornofreunde, dies ist die wahre Art, heutzutage einen Porno zu konsumieren. Gerade befinde ich mich in der Lage von Schlumpfine, welche sich gerade in Schlumpfhausen befindet. Ich sehe aus ihren Augen und sehe überall blaue, ja, Pillermänner, die sich in meine Gegend, in meine Richtung erstrecken. Auch ein älterer Herr namens Papa Schlumpf stellt mir gerade die Frage, wer wohl mein Vater ist. Naja, es gibt auch andere Pornos. Zum Beispiel habt ihr euch einmal die Frage gestellt, wie es ist, als Captain Baloo über den Lüften zu schweben und euch von Rebecca Cunningham den Richtknüppel richten zu lassen? Den Steuerknüppel? Tja, auch gibt es andere Möglichkeiten. Zum Beispiel habe ich einst einen virtuellen Porno gesehen, bei dem du als Aladdin unterwegs bist und über die Felder von und Wüsten von Arabien fliegst und dort von Genie, ja, den letzten Wunsch erfüllt bekommst. Aber wisst ihr, Freunde, der wahre Porno ist doch eigentlich unsere Konsumgeilheit unserer Gesellschaft. Wir können rausgehen, uns Kartoffelchips kaufen und verspeisen, wie wir wollen. Wir können alles tun, was wir möchten. Wir können uns Prostituierte holen. Wir können Fleisch fressen und wenn ich ein goldenes Auto besitze, kann ich dieses gegen den nächsten Baum fahren und mir ein neues kaufen. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß. Bis später!